Wir sind Marie und Jan, reisen seit 3 Jahren um die Welt, haben mehr als 36 Länder und 5 Kontinente bereist. Wir lieben Roadtrips und haben schon auf den Vordersitzen von unserem Aygo geschlafen, im Kofferraum vom Mietwagen und vieles mehr. Jetzt haben wir uns den Traum von einem eigenen Van erfüllt. Wir werden ihn selbst ausbauen und in ihm Vollzeit leben. Und in diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie wir unseren Dachventilator und unser Dachfenster eingebaut haben. Wie ihr sehen könnt, haben wir unsere Dachfenster eingebaut. Wir haben uns vorne einmal für einen Maxfan-Dachventilator entschieden und hinten für eine Mini-Heki-Dachhaube. Für unseren Maxfan haben wir uns für diese Position hier entschieden, also ziemlich weit vorne bei der Fahrerkabine. Einfach deshalb, weil wir wissen, dass später hier die Dusche hin soll, hier die Kochstelle, und wenn dann halt der Dampf aufsteigt, können wir den hier rüber nach draußen bringen. Und allgemein kann der halt entlüften und auch belüften, also einmal Luft von innen nach außen transportieren, aber auch von außen nach innen. Das ist genau das, was wir wollten. Und ein besonderes Feature von diesem Dachventilator ist, dass er auch geöffnet sein kann, wenn es regnet. Und noch ist er nicht an Strom angeschlossen, wird er dann aber sein, sobald wir die Elektrik verlegt haben. Und wir haben eine Fernbedienung dazu. Damit können wir verschiedene Stufen einstellen und ihn halt damit bedienen. Was aber auch geht, ist ihn manuell hier dran zu bedienen. Beim Mini-Heki haben wir uns für diese Position hier ganz hinten am Fahrzeug entschieden, sind damit auch total happy, weil hier später unsere Sitzecke / unser Bett hinkommen wird, und dann können wir immer schön von unten nach oben in den Himmel gucken und hier auch alles schön belüften. Und beim Mini-Heki haben wir uns für die Variante ohne Zwangsbelüftung entschieden. Einfach deshalb, weil die Geräuschkulisse bei der Variante mit Zwangsbelüftung ziemlich hoch ist und der einzige Unterschied ist eigentlich nur diese Gummiabdichtung. Also wir haben die Gummiabdichtung, weil wir die Variante ohne Zwangsbelüftung gewählt haben. Aber angenommen, wir sagen jetzt, wir wollen doch eine mit Zwangsbelüftung haben, dann können wir einfach diese Gummiabdichtung abmachen und haben das Ganze erledigt. Andersrum natürlich genauso. Und was wir jetzt auch noch gemacht haben letzte Woche, waren die Fenster einzubauen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, einfach hier oben draufklicken, dann was euch verlinkt. Und bevor es nun mit dem Video weitergeht, möchten wir euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, und zwar ist das Wondershare. Neben YouTube halten wir übrigens auch alle Ausbauschritte in unseren Instagram-Stories fest. Dazu nutzen wir total gerne die kostenlose Videobearbeitungs-App Filmora Go von Wondershare. Falls auch ihr euren Van-Ausbau mit dem Handy für zum Beispiel Instagram festhalten wollt oder allgemein auf der Suche nach einem guten und vor allem kostenlosen mobilen Schnittprogramm seid, solltet ihr Filmora Go unbedingt mal ausprobieren. Das Programm ist absolut anfängerfreundlich und bietet einem viele Möglichkeiten, seine Videos zu bearbeiten. Über das Einfügen von Texten, Effekten, Übergängen, Filtern und Musik bis hin zu vorgefertigten Vorlagen, in die man seine Videos nur noch einfügen muss, ist alles möglich. Zudem gibt es auch die Desktop-Version Filmora 10. Filmora 10 kommt mit genau den Basics, die man für den Anfang braucht, ist dabei sehr übersichtlich und dadurch einfach zu verstehen. Es bietet die Möglichkeit, mit vielfältigen Werkzeugen und Features Videos auf professionelle Art zu bearbeiten, ohne dass man spezielle Kenntnisse benötigt. Und falls ihr nun neugierig geworden seid und euch selbst mal kreativ in Filmora austoben wollt, findet ihr unten bei uns in der Videobeschreibung 2 Links, einen zur kostenlosen Desktop-Testversion und einen zur kostenlosen App. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir unsere Dachfenster eingebaut haben. Als erstes haben wir einen Holzrahmen für den Maxfan gebaut. Den Holzrahmen haben wir gebaut, weil später der obere Adapter vom Maxfan mit Schrauben daran befestigt wird. Dafür haben wir übrigens 24 mm starke Holzlatten verwendet. Bei dem Holzrahmen mussten wir auf beiden Seiten jeweils 10 mm absägen, damit der Holzrahmen hier jetzt auch genau dahin passt, wo wir ihn hinhaben wollen. Und das nächste Problem, was wir jetzt haben, ist, dass der Adapter hier vom Maxfan oben aufliegt, also der kommt von außen dran, der Holzrahmen von innen, und da müssen wir halt auch schauen, dass er hier gerade aufliegt und nicht gerade eine Sicke trifft, und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir den positionieren. Dann haben wir genau gemessen, wo wir den Maxfan platzieren möchten, und mit Hilfe des Holzrahmens die Ecken des Ausschnitts vom Fenster angezeichnet. Die Bohrlöcher haben wir jedoch nicht außen auf der Linie angezeichnet, sondern 4 mm weiter innen. Wir haben jetzt überall eingezeichnet, wo wir jetzt gleich vorbohren werden, und das Anstrengendste ist einfach das Messen, das haben wir auch schon beim Fenstereinbauen gemerkt, und jetzt werden wir gleich hier schön vorbohren. Mit einem 4 mm Bohrer haben wir vorgebohrt und mit einem 8 mm Bohrer nachgebohrt, damit wir später mit der Stichsäge auch gut ansetzen können. Dadurch, dass wir 4 mm weiter nach innen gewandert sind, haben die Löcher genau an der Schnittstelle geendet. Das sollte man unbedingt beachten, weil wenn man das nicht tut, werden die Bohrlöcher über das Ausschnittmaß vom Fenster gehen. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Von innen haben wir eine Auffangstation aus Müllsäcken gebastelt. Macht man das nicht, fliegen euch die Metallspäne in die Holme oder auch in andere Schlitze, an die man später nicht mehr herankommt.
Das bedeutet, offenes Metall liegt irgendwo herum, was früher oder später zu Rost führt. Von außen haben wir die Löcher noch ganz leicht gesenkt, damit die Späne nicht herausragen und wir sauber mit der Stichsäge arbeiten können. Das Blech haben wir gereinigt und anschließend haben wir von außen die Bohrlöcher mit mehreren Schichten Kreppband verbunden, um so den Lack vor Kratzern zu schützen. Den Holzrahmen haben wir passend angelegt und zusätzlich noch mit einem Lineal den Ausschnitt für die Stichsäge genau eingezeichnet. Die Rundung haben wir mit Hilfe einer Schablone, die wir noch vom Fenstereinbau hatten, angezeichnet, aber ein 2-Euro-Stück hätte es auch getan. Tragt bei der Arbeit mit der Stichsäge unbedingt eine Schutzbrille und auch Handschuhe. Die heißen Späne zwiebeln ganz schön, deswegen zieht euch am besten auch etwas Langärmliches an. Übrigens haben wir die geschnittenen Seiten mit Panzerband festgeklebt, damit das Blech beim Schneiden nicht so flattert und später nicht in die Auffangstation fällt. Das Kreppband haben wir abgenommen und die Schnittkante mit einer Metallfeile gefeilt und überall auch gründlich gesaugt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich setze das jetzt gleich ein und wir hoffen, dass dann halt hier nichts übersteht und nichts die Sicke hier trifft. Mal gucken, ob das jetzt so passt. Hey. Boah, das passt. Boah, guck mal. Perfekt, perfekt. Richtig gut. Das sieht echt richtig gut aus. Sind wir sehr stolz auf uns. Und das meinten wir vorhin. Hier, der Adapterrahmen darf mit dieser Fläche nicht da drauf liegen. Also er hätte nicht so liegen dürfen. Deswegen haben wir das so genau ausgemessen, beziehungsweise so lange ausgemessen. So liegt er perfekt. Hier schaut nichts rüber, da schaut nichts rüber und da liegt er auch richtig gut auf und richtig schön gerade. Und das ist das Gute an dieser Fläche hier, die ist schön bündig. Also es liegt perfekt gerade auf. Angenommen, man möchte den Max-Fan nicht an dieser Position haben, sondern hier in der Mitte irgendwo, dann braucht man zwingend so einen Adapterrahmen, damit der hier diese Vertiefung schließt. Und wie wir das später machen, weil diesen Adapterrahmen werden wir noch benutzen für das andere Dachfenster, das zeigen wir euch dann gleich. Die Max-Fan müssen wir natürlich auch noch festschrauben und dafür gibt es hier schon solche Befestigungspunkte. Und wir haben jetzt schon mal 2 Bohrlöcher gesetzt. Wir machen das lieber jetzt als später, damit wir auch noch die offenen Metallstellen behandeln können. Und hier haben wir schon mal 2 mitgelieferte Schrauben reingesetzt, damit sich hier der Rahmen nicht bewegen kann, wenn wir jetzt die neuen Bohrlöcher setzen. Hier kann man gut sehen, warum so eine Auffangstation so wichtig ist. Hat man die nicht, fliegen all diese Späne durch euren Van und sammeln sich in Ritzen, in die man später nicht mehr mit dem Staubsauger hinkommt. Anschließend haben wir noch die offenen Metallstellen mit Bremsenreiniger gereinigt und richtig behandelt, um sie vor Rost zu schützen. Wir haben dafür 3-in-1 Metallschutzlack verwendet. Jetzt kann man schon die Auffangstation vorsichtig abnehmen und nochmal gründlich saugen. Bei dem Adapter bzw. Flansch sollte man auf jeden Fall nochmal die Löcher kontrollieren, weil da waren gerade eben sehr, sehr viele Metallspäne drin. Und beim Einsetzen sollten die Metallclips auf jeden Fall seitlich zeigen, damit man den Max-Fan später auch richtig ausrichten kann. Nachdem der Lack getrocknet war, haben wir das Innenblech vom Flansch und das Blech mit Bremsenreiniger gereinigt und auf dem Flansch ordentlich Dichtmasse gleichmäßig aufgetragen. Wir haben übrigens DKC 8936 verwendet. Das ist ein Butyldichtstoff, hat eine hohe Dichtigkeit, ist UV-beständig, elastisch und härtet nicht aus. Damit auch wirklich genug rauskommt, hatten wir die Kartusche vorher auf einer Heizung aufgewärmt. Noch ein Tipp, falls man nicht die ganze Kartusche an Klebstoff an einem Tag verbraucht, dann wickelt die Kartusche luftdicht in Frischhaltefolie ein und schraubt den Aufsatz wieder drauf. So hält sich die Kartusche für einige Wochen. Jetzt konnten wir den Adapter vom Max-Fan auch schon richtig herum einsetzen. Von unten wurde der Holzrahmen angedrückt und von oben haben wir die Schrauben kreuzweise leicht reingeschraubt. Man kann dann schön sehen, wie die Dichtmasse rausquillt und das ist auch genau richtig so. Nachdem wir ein bisschen gewartet haben, haben wir die Schrauben dann richtig angezogen. Die Dichtmasse ist jetzt überall richtig schön rausgequollen. Das sieht richtig gut aus und genauso soll es sein. Und jetzt können wir den Max-Fan reinsetzen und richtig rum reinsetzen. Dafür haben wir jetzt einmal ganz kurz aufgekurbelt, weil wir den jetzt hier bei den Metallclips noch verbinden müssen. Und dafür muss er halt aufgekurbelt sein. Den Max-Fan haben wir jetzt eingesetzt und wir mussten den so ein bisschen nach unten drücken, damit die Schraublöcher vom Flansch und vom Max-Fan übereinander lagen. Und nachdem wir die erste Schraube drin hatten, ging es relativ einfach. Und jetzt können wir die Folie abziehen. Das sieht richtig gut aus. Hammer. Doch wieder alles ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber das kennen wir jetzt schon vom Fenstereinbau, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns gerade mit unseren beiden Papas schon zusammen mit dem neuen
Fenster beschäftigt. Das ist das Mini-Heki, das ist eine Dachhaube. Die werden wir dann auch noch einbauen, das machen wir dann morgen. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass alles folgendermaßen eingebaut werden muss. Also die Dachhaube ist ganz oben drauf, dann kommt der Adapter ran, der liegt dann von oben auf dem Blech. Dazwischen ist jetzt das Autoblech und dann von unten, also vom Auto drin, kommt dann der Holzrahmen rein und zu guter Letzt der Rahmen hier. Und was wir so für uns jetzt immer gemacht haben, was uns halt weitergeholfen hat, damit wir besser planen können, ist einfach immer zu der Seite, wo die Fahrerseite ist, also wo das Fahrerhaus ist, ein X dran zu machen, damit wir alles immer perfekt positionieren können und dann nicht immer vor Ort, wenn wir irgendwas montieren, überlegen müssen, wie rum das jetzt draufkommt. Den Adapterrahmen, den haben wir euch ja gestern schon gezeigt. Beim Max-Fan brauchten wir den gestern nicht, weil wir da eine gerade Fläche hatten. Aber hinten haben wir halt diese Vertiefung und dafür brauchen wir diesen Adapterrahmen. Wenn ich den jetzt hier so reinlege, könnt ihr sehen, der schließt hier diese Vertiefung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Alles andere würden wir euch nicht empfehlen. Benutzt auf jeden Fall einen Adapterrahmen. Alles andere könnte so nach 1 bis 2 Jahren undicht werden und das wollt ihr auf keinen Fall. Und der Adapterrahmen hat noch einen richtig guten Vorteil. Und zwar, wenn man den auflegt, hat man den Adapterrahmen und das Fenster hinterher später auch genau mittig platziert. Also man muss da jetzt nicht irgendwie viel hin und her messen, sondern das Einzige, was man machen kann, ist halt den Adapterrahmen nach vorne oder nach hinten zu verschieben, je nachdem, auf welcher Höhe man den haben möchte. Aber er kann halt nicht nach links oder rechts ausweichen. Außerdem haben wir mit dem Adapterrahmen jetzt noch eine weitere Besonderheit. Und zwar müssen wir diesmal nicht von unten, also von im Van quasi, alles anzeichnen und vorbauen, sondern diesmal machen wir das von oben, weil der Adapterrahmen genau die Maße hat, die auch das Mini-Heki, also das Dachfenster, was wir gleich einbauen werden, hat. Also wir können jetzt ganz easy von oben mit Hilfe des Adapterrahmens alles einzeichnen, wo wir später sägen müssen und wo wir halt auch bohren müssen. Und das haben wir dann auch gemacht. Was allerdings ein bisschen gedauert hatte, weil wir uns noch überlegen mussten, wo wir das Mini-Heki platzieren wollen. Danach konnten wir so wie beim Max-Fan die Bohrlöcher anzeichnen und denkt immer daran, nach innen mit den Bohrlöchern zu wandern. Bevor es nun ans Bohren ging, haben wir wieder eine Auffangstation für die Metallspäne gebastelt und anschließend dieselben Schritte wie beim Max-Fan durchgeführt. Der Adapterrahmen, der passt schon mal perfekt. Dementsprechend müsste auch das Mini-Heki drauf passen. Ja, gucken wir mal, ob das so passt. Ja, perfekt. Richtig gut, passt. Als nächstes werden wir jetzt den Holzrahmen einkleben und den Holzrahmen mussten wir etwas anders bauen als bei den anderen Fenstern, weil wir hier jetzt die Sicken, also die Vertiefungen haben. Und deshalb haben wir, um die Sicken auszugleichen, einmal Holz genommen mit 30 mm Stärke und sonst wie gehabt 24 mm. Und jetzt sollte das eigentlich kein Problem sein. Wie ihr sehen könnt, er liegt jetzt an den meisten Stellen gut auf. Das Einzige, was wir jetzt noch mit Amaflex ausgleichen werden, sind die Lücken zwischen dem Holz und dem Blech nach oben. Das Innenblech für den Rahmen haben wir mit Bremsenreiniger gereinigt. Die Sicken, wo das Amaflex rein sollte, haben wir ausgemessen und hiernach das Amaflex reingeklebt. Auf den Holzrahmen haben wir den Klebstoff angebracht und den Rahmen anschließend ans Blech angesetzt. Den Rahmen haben wir nur an den Stellen mit Schraubzwingen befestigt, an denen Rahmen und Blech aufeinander liegen. An anderen Stellen besteht die Gefahr, dass sich das Blech verzieht. Achtet unbedingt darauf, die Schraubzwingen nicht zu doll anzuziehen, da der Klebstoff zwischen dem Holz und dem Blech noch arbeiten soll. Den Lack haben wir von außen mit Hilfe von Pappe vor Kratzern geschützt. Das Ganze haben wir dann 4 Stunden so trocknen lassen. Mit dem Adapterrahmen hatten wir nun eine Wandstärke von 41 mm. Je nach Dachstärke muss laut Bedienungsanleitung die Höhe der Hülsen angepasst werden. In unserem Fall mussten wir das nicht machen.
Nachdem das geklärt war, haben wir den Adapterrahmen und das Blech mit Bremsenreiniger fett- und staubfrei gemacht und angefangen, die Dichtmasse aufzutragen. Da wir nur noch 1,5 Kartuschen der Dichtmasse übrig hatten, haben wir erst einmal das Mini-Hickey fettfrei gemacht und dort ordentlich Dichtmasse gleichmäßig und fingerdick aufgetragen und fast den ganzen Rest für den Adapterrahmen verbraucht. Das Mini-Hickey kann direkt danach eingesetzt werden, aber achtet darauf, es richtig herum einzusetzen. Von unten haben wir den Adapter von Mini-Hickey angebracht und per Hand über Kreuz leicht angeschraubt. Und währenddessen habe ich das Mini-Hickey von oben leicht runtergedrückt. Nachdem wir dann ein bisschen gewartet haben, haben wir die Schrauben richtig angezogen. Das Mini-Hickey ist jetzt drin, hat alles super geklappt und ich ziehe jetzt die Folie ab. Oh, das sieht gut aus. Mega gut. Perfekt. Fällt uns richtig gut. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen und weitergeholfen hat. Falls ja, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr uns gerne unten kostenlos abonnieren. Und ja, im nächsten Video geht es mit unserer Dämmung und Schallisolierung vom Van weiter. Falls ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, abonniert uns unten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.